Hallihallo, so, wir machen wieder eine Aufnahme von SenseGuard. Mal gucken, wie wir Spiele zustande kommen. 3 Cent spielen wir. Mal schauen, was geht. Das Spielchen wäre ganz nett. Danke, dann nicht ausgespielt. Warum? Ging jetzt gerade noch mal, aber der Blanke ausspielt es direkt. So. Ah, ich glaube, das ist einer der wenigen Fälle, wo wir sogar Doppelschuss spielen. Weil wir komplette Symmetrie, ui. Da wir Kreuz 10 haben und Herz 10 aber nicht, spielen wir den, glaube ich. Die Geschichte mit Rumpf ist das Problem, dass wir zurückspielen. Oder Rest. Wenn man Kreuz oben unten spielt, können wir halt Herz öffnen, theoretisch, falls er 2-2 hat oder so nebendran. Das ist also schon ein Trumpfstich irgendwie verschenkt. Den gibt es ja eigentlich nicht, den wir da gemacht haben. Wegen bisher nichts. Ist beim Geldskat aber nicht ganz so dramatisch, ne, weil es einfach auf die Differenzen ankommt. Bauer hier normalerweise. Was war das jetzt? 14, ne? Sechsundvierzig können immer kaum die Dame spielen. Die Dusche wäre vielleicht besser gewesen. Hat nicht. Moscherami, kannst du machen nix. Schön, es ist nett. Glaube ich, passt. Zu befürchten war, oder zumindest ohne Bias. Wahrscheinlich nochmal Pika. Vorher auch Blankkreuz nicht gespielt, ne? Wenn wir diesen Kreuzstich noch haben. 15, 14 sind 29, 35, dann sollten wir sowieso gewinnen. Wir können Kreuz Ass spielen, falls er schon eine blanke 10 hat. Was halt 10 König jetzt? Ja, sind 16, 59, oder? Können es aber nicht ändern. Die Dame nicht legt jetzt auch schon wieder, ne?
Theoretisch. Also den hat er mehrfach für uns. Null Erwärmung. Also mit unglücklich geht's auch mal so. Für uns ist jetzt relativ, ne? Weiß nicht, ob jetzt ein Kreuz lag. Aber dass wir das Kreuz gereizt haben, ist, glaube ich, relativ klar. Halten wir 22 nicht, ne? Wir passen bei Peak bei 22, bei 24 gepasst, ist jetzt Kreuz, relativ sicher. Also Sprung auf 27 gibt es eigentlich nicht viel Interpretationsmöglichkeiten. Ja. Bestellt 10, ne? Gewinnt jetzt, weil dieses Bild liegt. Es hat natürlich auch Glück, dass er als König liegt, aber es ist natürlich auch in dem Moment, wo er 24 nicht zumachen, ist es halt nicht sinnvoll, die Dame zu legen. Ne? Wobei halt, wir machen gar keinen Still, wir machen ja keinen. Trotzdem macht es keinen Sinn. Theoretisch gewinnt er trotzdem noch. Schauen wir mal, naja, so ein bisschen. Karo, Kreuz König Blank wäre gut. Ich soll der Kreuz frei sein. Ich habe eigentlich Lust, Kreuz Ass zu spielen. Jetzt spielt er blank, ne? 24er Reizung. Wenn wir Kreuz spielen, kann man sagen, kann man, aber dann sticht er den König hinten, kriegt er auf jeden Fall. Und er hat kein Kreuz mehr zum Zurückspielen, ne? Das ist alles suboptimal. Na, Trumpf spielt am Abzug. So. Mannkreuz. Kann ja auch gegen, wenn man gegen 5 spielen, ist es besser, den König zu drücken, natürlich, ne? Ab 4 ist es, denke ich mal, egal. In den meisten Fällen.
Spielende Garde. Das ist halt für den Schneider gut, ne? Vielleicht sogar schwarz, falls zwei nackte Buben stehen. Gibt es ja auch die Variante. Schade, Schokolade. Karo 10. So, machen noch drei Spiele, würde ich sagen. Mal ein kürzeres Video auf jeden Fall. Bleiben solide. Im Geldskat ist es auf Long Run auf jeden Fall am sinnvollsten. Das, was er treibt, ist auf jeden Fall nicht sinnvoll gefühlt. Er ist dann ein Ticken zu aggressiv. Die Werte sind ja eher fühlt rein durch Geldskala entstanden. Ich hätte lieber sein Spiel gesehen, ne? Wobei er Herz wahrscheinlich gewinnen wird, weil er kein Bias hat. Gut, finde Pikbube. Also ich habe beerdigen ohne Bias, Mittelbuben und schauen wir mal. Wenn er verweigert wird, kriegt man oft hier eine Trumpfvolle. Nicht so gut. Erstmal die Volle holen. Ich denke, es ist sehr wahrscheinlich, dass er Herz Ass 10 lädt, wenn er die hat. Oder wir setzen uns halt nach hinten, wenn er Herz Ass hat. Das steht hier. So. Ist auch nicht defensiv, ne? Das ist ein bisschen Stürmer. Naja. Nicht Pik. Müssen den abspielen. Ach, ist wirklich so. Viermal Karo. Dann gewinnen wir sowieso gar nichts, ne? Die Bauer zu stechen ist. Naja, das machen wir wieder ein bisschen Sensguard. Bis dahin. Tschüss.